Buddy. Kultkomödien Michael Bulli-Herbig ist zurück im Kino. Mit einer turbulenten Komödie über einen unerfahrenen Schutzengel, der das Leben seines Schützlings gehörig auf den Kopf stellt. Vor ungefähr 6 Jahren einfach so ploppte diese Idee so auf und fand sie am Anfang nicht besonders spannend, weil es Geschichten von Schutzengeln ja schon zu Genüge gab. Aber dann kam mir so der Gedanke, wenn es jetzt einer wäre, der es noch nicht so oft gemacht hat, also der so Learning by Doing praktiziert, diesen Kontrast fand ich sehr schön. Was es allerdings heißt, seinem Schutzengel tatsächlich zu begegnen, die Erfahrung darf im Film Eddie, gespielt von Alexander Fehling, machen. Nicht erschrecken, ich bin's. Hasi! Hasi! Hasi, da ist er wieder! Vor allem die Tatsache, dass nur er ihn hören und sehen kann, treibt ihn schon bald an den Rand des Wahnsinns. Ich spiele einen jungen Mann, der heißt Eddie Weber. Und er hat die Firma seines Vaters geerbt, lebt mit viel Geld und vielen Möglichkeiten in den Tag hinein, ohne Verantwortungsgefühl. Und kommt eines Tages nach Hause und da steht ein Typ in seinem Schrank, den nur er sehen und nur er hören kann. Und er stellt fest, es ist der Schutzengel, gespielt von Bulli, der ihn auf den richtigeren Weg bringen möchte. Und er versucht mit allen Mitteln, diesen Typen loszuwerden. Dabei will Buddy ihn doch eigentlich nur mit der hübschen Altenpflegerin Lisa, gespielt von Mina Thunder, verkuppeln. Ich spiele Lisa, eine Altenpflegerin, die einen kleinen Sohn hat und die ihr Leben sehr pflichtbewusst lebt und sehr herzlich ist, wie ich finde, aber einen Schicksalsschlag zu verkraften hat in der Vergangenheit, in der jüngeren und aufgrund dessen nicht mehr so viel Freude am Leben hat. Ein Vorhaben, das also nicht leicht zu bewerkstelligen ist. Da ist viel Überzeugungsarbeit notwendig. Doch damit er die Hilfe überhaupt annehmen kann, muss Eddie seinen Schutzengel erstmal akzeptieren. Und um das zu erreichen, wendet Buddy dann auch schon mal ziemlich ungewöhnliche Methoden an. Es gab ein, zwei Szenen, die also musikalischer Natur, die musikalischer Natur sind. Und die, als ich so diese Szenen vor Augen hatte, was der Schutzengel da musikalisch treibt, dachte ich, das kann ich keinem Kollegen zumuten. Das muss ich selber machen. Selbst gesungen hat Bulli allerdings nicht. Stimmlich wurde er bei den Parodien unter anderem von Howard Carpendale unterstützt. Bulli hat mich einfach angerufen, gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und habe ich ziemlich spontan gesagt, natürlich. Apropos selber machen. Könnte sich Bulli denn auch vorstellen, wirklich ein Schutzengel zu sein? Erstmal per se fände ich die Vorstellung schön, dass es Schutzengel gäbe. Ja? Ich bin keiner, ich habe ihn gespielt, aber ich glaube, wenn ich einer wäre, würde ich schon zwischendurch mal mir einen Scherz erlauben. Naja, jedenfalls muss er im Film nicht alles selbst erledigen, denn auch Lisas Sohn Sammy und Hütte wollen sie mit Eddie verkuppeln. Hütte ist der Kollege und beste Freund von Lisa. So ein durchgeknallter Typ, der eigentlich für jeden Spaß zu haben ist. Doch auch bei den Dreharbeiten kam der Spaß nicht zu kurz. Und das trotz eines straffen Zeitplans. Denn Buddy wurde in nur 49 Tagen in München und Hamburg realisiert. Ich glaube, das macht auch sehr viel die Auswahl von Bulli aus. Es gibt auch viele Menschen, mit denen er schon seit Jahren zusammenarbeitet und das merkt man. Also dadurch ist die Atmosphäre eben erstmal sehr, sehr freundschaftlich. Wir haben ja auch in der wunderschönen Stadt Hamburg gedreht, irgendwie, dass man da einfach so ein bisschen Zeit verbringen kann und auch noch im Frühling, das war sehr schön. Und nee, die Dreharbeiten, die waren, das ist einfach, ich glaube, an einem Bulli-Set ist einfach immer wahnsinnig gute Stimmung. Für Alexander Fehling war der Dreh allerdings aufgrund der vielen Action-Szenen alles andere als unanstrengend. Dennoch bestand der Schauspieler darauf, seine Stunts größtenteils selbst auszuführen. Weil es Spaß macht. So ein Jungsding wahrscheinlich, weil man sich beweisen möchte. Aber ich meine, natürlich muss ich dazu sagen, dass ich niemals hätte alles selber machen dürfen, sowieso nicht und natürlich auch nicht können. Wir haben mit einem tollen Stunt-Team zusammengearbeitet. Und weil Buddy ein Michael Bulli-Herbig-Film ist, ist er dieses Mal nicht nur als Schauspieler zu sehen, sondern war auch für die Produktion, das Drehbuch und die Regie verantwortlich. Das ist schon was sehr Ungewohntes für mich bisher. Ja, weil du spielst dann so miteinander und mit einmal sagt dein Partner, ja, mach mal ein bisschen so oder mach's mal ein bisschen so. Und du denkst, ah ja, okay, ja, okay, mach ich. Das ist eine besondere Situation gewesen, aber das war nur am Anfang eigenartig. Man gewöhnt sich dran. Das ist sicher keine leichte Aufgabe gewesen und war auch bestimmt ganz schön stressig. Da fragt man sich, warum tut sich Bulli so etwas eigentlich noch an? Es ist einfach, ich hatte wieder so Bock. Ich hatte einfach wieder so Lust, einen Film zu machen. Ja. Jetzt habe ich ihn gemacht, jetzt war ich wieder 1,5 Jahre mit beschäftigt, jetzt mache ich wieder Urlaub.
Aber nicht nur Bulli scheinen die Dreharbeiten großen Spaß gemacht zu haben. Denn beim Pressefotoshooting im Münchner Max-Kino zeigten sich auch die Darsteller gut gelaunt und sichtlich zufrieden mit ihrer Arbeit und der Zusammenarbeit mit Bulli. Also auf zweierlei Ebenen. Einmal auf der professionellen Ebene, dass man gemerkt hat, er weiß genau, er sieht genau, das ist, man kann sich auf ihn verlassen, das ist ganz toll. Und dann eben auch auf der menschlichen Ebene. Das fand ich sehr schön. Es ist konzentriert, man verfolgt einen Plan, seinen Plan, den Film so umzusetzen, wie er ihn auch in seinem Kopf hat. Und da ist er auch ziemlich genau und das muss man halt auch irgendwie dann treffen und auf den Punkt bringen. Aber das macht es ja dann auch wieder interessant. Das war sehr, sehr abwechslungsreich, schön. Ich bin jetzt keiner, der für Dramen bekannt ist und die Leute dann deprimiert nach Hause schickt. Das ist nicht meine Idee des Films gewesen. Aber es hat sich schon so angedeutet, abgezeichnet bei den ersten Screenings, auch mit Presseleuten, die rauskamen und wirklich so Dinge sagten, wie Kino das glücklich macht. Und das ist eigentlich schon so, naja, so der Tenor, der hängen bleiben sollte. Wer also Komödien mit einer Prise Romantik liebt, in denen auch rasante Action-Szenen nicht zu kurz kommen, und wer außerdem mal wieder so richtig herzhaft lachen möchte, für den ist Michael Bulli-Herbigs neuer Film genau die richtige Wahl. Buddy, jetzt im Kino.